Weißt du eigentlich, was du da rauchst? Naja, Tabak. Aber was genau das ist, weiß ich nicht. Weißt du das? Kannst du es mir erklären? Ja klar, in vielen Ländern wird auf großen Flächen die Tabakpflanze angebaut, wie zum Beispiel hier in Indonesien. Das ist Alfia. Alfia ist 10 Jahre alt. Ihre Familie hat bei einem Großgrundbesitzer dieses Stück Land gepachtet und baut darauf Tabak an. Um das Land pachten zu können, mussten sie hohe Schulden aufnehmen, die sie nach der Ernte zurückzahlen müssen. Da das Einkommen von Alfias Eltern leider nicht reicht, damit sie sich noch weitere Angestellte leisten können, müssen Alfia und ihre Geschwister neben der Schule und in den Ferien auf dem Feld mithelfen. In der Erntezeit können sie gar nicht zur Schule gehen. Bei der Arbeit nimmt sie dauerhaft über die Haut Nikotin auf. Dadurch wird ihr schlecht, sie hat Kopfschmerzen und ihr ist schwindelig. Das Nikotin, was sie pro Tag dadurch aufnimmt, entspricht 50 Zigaretten. Auch die Pestizide, die auf den Pflanzen verteilt werden, sind extrem schädlich für die Umwelt und die Gesundheit. Stell dir vor, dass du keine Freizeit mehr hast und stattdessen arbeiten musst, dass du immer wieder krank wirst und nicht zum Arzt gehen kannst. Stell dir vor, dass du nicht immer genug zu essen hast und dass du nicht zur Schule gehen kannst. Das wäre ganz schön doof. Und wie werden aus den Blättern dann solche Zigaretten? Zuerst werden die gepflückten Blätter getrocknet. Dafür werden sie ein paar Tage in einen Raum gehängt, der mit einem Ofen warm gehalten wird. Dafür muss viel Holz verbrannt werden. In Ballen wird der Rohtabak auf Auktionen verkauft. Das macht der Großgrundbesitzer, dem auch das Land gehört. Weltweit gibt es zwei große Rohtabakkonzerne, Aliens 2 und Universal Tree. Vertreter von ihnen oder ihrer Tochterfirmen kommen dann auf die Auktionen und ersteigern dort den Rohtabak. So wie du es hier siehst. Wenn die Rohtabakkonzerne dann den Tabak ersteigert haben, bringen sie die unverarbeiteten Ballen in eine Fabrik, in der die Blätter kleiner geschnitten und sortiert werden. Nun sind die Blätter fertig, um zu Zigaretten weiterverarbeitet zu werden. Deshalb werden sie nun in die Industriestaaten gebracht. Deutschland ist zum Beispiel einer der größten Produzenten von Zigaretten. Sie werden in großen Fabriken mit Maschinen hergestellt. Für die fertigen Zigaretten machen die Konzerne viel Werbung. 2007 hat die EU das jedoch verboten. Alle EU-Länder haben dem Gesetz bereits Folge geleistet, bis auf Deutschland. Wer viel mit Zigarettenwerbung konfrontiert ist, hat im Durchschnitt doppelt bis dreimal so oft geraucht. Und so landet die Zigarette bei dem Verbraucher, also bei dir.